Hallihallo Leute, willkommen zurück zu Zelda Oracle of Ages. Und wir sind an dieser Sichelinsel, wie ich sagte, gelandet. Und wir sind beim Volk der Tokai anscheinend. Zumindest halten sie mich für einen Tokai. Und ja, die Tokai haben uns im letzten Part unserer Gegenstände entledigt. Wir haben weder Schwert. Oje, wir haben weder Schwert noch Schild noch sonst was. Lass mich in Ruhe. Ich weiß von nichts. Ich meine, ich bin unschuldig. Was weiß ich, wessen Schaufel das ist. Okay, das heißt, wir kriegen wohl jetzt unsere Schaufel. Ja. Hi, kennst du mich noch? Ich bin Rosa. Du hast unser Rendezvous vergessen? Ey, ich bin echt noch nie so weit verreist. Dann habe ich so einen Spinner mit Schaufel gesehen. Ich habe ihn gefragt, ob er dich kennen würde. Dann war er voll aufgeregt und hat sich irgendwohin verzogen. So ein Idiot. Das ist die nette Dame aus Oracle of Seasons, wer sie nicht kennt. Mit der bin ich durch die... Man konnte in eine andere Welt da, so eine Parallelwelt, da kommt man hier glaube ich auch rein. Und die hat uns da geholfen und sie konnte, man sieht es auch, sie hat so einen Schlüssel, damit konnte sie jegliche Tür aufmachen. Danke, dass du mir geholfen hast. Und... Ja, sie möchte kein Rendezvous mit mir, weil sie auf einer Reise die unabhängige Frau ist. Von mir aus gerne. Ich habe keine Zeit für Frauenkram gerade. Ich kann sie nicht mal anbaggern. Mit der Schaufel. So, hier gibt es auch nichts. Ich mache das jetzt nicht, weil es hier was gibt. Ich weiß nicht, ob ich mit der Schaufel da Dings... Ah, hier ist das Schwert. Okay, dann müssen wir einfach nur ein bisschen verschieben. Komm ich so? Ne. Kann ich das wieder zurück verschieben? Ne, auch nicht. Ah, ich sehe. Entschuldigung. Ich habe gerade die Schaufelteile nicht gesehen. Zack, so geht das. Ganz einfach. So, der gibt uns jetzt... Hey, du bist doch der... gut, dass du hier bist. Ich dachte, das solltest du wohl besser haben oder so. Du hältst jetzt Holzschwert zurück. So, die Tokai, die sind noch frecher als er, die anderen. So. Damit können wir jetzt Kristalle zerschlagen. Und das macht uns das Ganze schon etwas einfacher. Wie soll ich das denn schaffen? Mit der Sprungfeder kann ich das schaffen. Ansonsten nicht. Ansonsten nicht. Wie viele Herzteile haben wir eigentlich? Ja, eins. Ich meine, ihr seht das die ganze Zeit eben an, ich aber nicht. Erst beim Rendern. So, da kommen wir noch nicht hin. Habe ich verplant. So, mal gucken, wohin wir da ist, glaube ich. Der hat wahrscheinlich ein Schild zum Anbieten. Ich weiß nicht, ob man das hier auch wieder kriegt oder ob man sich das kaufen muss. Da bin ich ganz ehrlich. Ich frage einfach mal. 5 Rubine, ja, komm her. Die paar Rubine können wir da liegen lassen. Das macht den Braten jetzt wirklich nicht fett. Selbst wenn wir es kriegen. Aber ich glaube, man kriegt es nicht mehr. Sonst würden sie es einem da ja nicht anbieten. Oder falls man noch keins hat. Das könnte natürlich auch sein. Das weiß ich jetzt nicht. Hier mal reingehen. Alles nix für mich. Reden wir mit dem nächsten Tokai. Unser Beschützer befindet sich in der Mitte der Insel. Wenn die Sonne im Zenit steht, bricht die Flut herein und man gelangt nicht mehr zu ihm. Oh, oh, oh. Auf der anderen Seite der Insel gibt es auch seinen Flecken. Und das ist unsere Bombe. Die haben wir sehr, sehr gerne wieder. Es bringt Glück, Rankenkeime an einen gefürchteten Feldsprung zu platzieren. Wir müssen jetzt, glaube ich, das Tauschgeschäft beginnen. Ja. Ja, dann gib mir den Setzling. Ach, ich glaube, der Setzling ist eigentlich schon da. Okay, dann machen wir erstmal... dann gib mir die Schaufel, sehr schön. Dann holen wir jetzt erstmal mit dem Kraftarmband die Dinge. Zum Beispiel die Bombe. Step by Step. Dann können wir da oben das aufsprengen. Ich weiß nicht, ob ich... Kann ich gleich gucken, ob man da hinkam. Dann kann ich noch da oben hingehen, wo wir herkamen. Weil... Da kann man den Duftkern verschieben.
dass dieser Baum wächst. Sehr schön. Du hältst 10 Bomben zurück. Bubum. Platzieren. Oh, Entschuldigung. Verdrückt. Zack. Man, leider hat er nicht alles weggesprengt. Oh, ein Gasha-Kern. Jawoll. Wie uns das freut. Man könnte uns Siegmund nennen. Oh, hier geht's auch lang. Okay. Oh shit, das wollte ich nicht. Wusste ich das hier oben. Also ich wollte es doch. Ich glaube, hier brauche ich aber beides, wenn ich... Ja, dann brauche ich auch noch die Sprungfeder für. Und dann kommen wir zu den Schwimmflossen. Aha, okay, hier wären wir auch mit der Sprungfeder hingekommen. Da ist unsere Harfe. Unsere Harfee. Ich glaube, hier brauchen wir die Schwimmflossen. Ja. Okay. Der Kreis schließt sich. Ich weiß langsam, wie man was machen muss. Aber das ist jetzt erstmal egal, weil wir es nicht machen können. Schnell mal hier an allen vorbei und ab zu dem... Na, sehr schön. Ich muss nicht mal das Schwert ausrüsten, das gefällt mir. So, du Mongo. Das ist unser Baum. Ja, okay, wo krieg ich... Okay, ich habe eigentlich gedacht, ich krieg einen Setzling hierher. Da habe ich mich geirrt. Vielleicht ist der auch da drin. In der Höhle. Mal gucken. Ah ja, ich muss hier ein Spiel spielen. Da. Ja, du bist jetzt... Okay. Nein, wir brauchen schon die Regeln. Fertig, los. Ich muss die wahrscheinlich nur füttern. Ich weiß nur nicht, ob ich jeden füttern darf. Oder es gibt welche gibt, die man nicht füttern darf. Aber er hat es mir ja nicht erklärt. So. Mehr. Das ist bestimmt der letzte. Ja. Der rote ist der letzte. Sehr schön. Ein kleines Spiel gespielt, alles geschafft. So, wir kommen in der. Nein. So, jetzt haben wir den Setzling. Jetzt können wir da hingehen. Dann müssen wir wieder tauschen. Und zwar das Krafterband gegen die Feder. Mit der Feder können wir dann da zu den Schwimmflossen. Mit dem Schwimmflossen können wir da mit dem Kraftarmband, wo ich gerade eben war, zu der Harfe. So denke ich mir das jetzt. Und dann passt das alles perfekt. Ja, komm, nimm ihn. Hey, da ist ein... Jo, nicht mal gefragt. Er hat nicht mal gefragt. Es wird einfach vorausgesetzt, dass ich so sozial bin, weil ich ein scheiß Dreieck auf meiner Hand habe. Scheiß drum. Nein, was? Ich will die Feder. Ich hab schon gedacht. Ich hatte verstanden, geben wir den Reif wieder. Ja, okay, wahrscheinlich. Wollte das für die Schaufel. So, wo wollte ich jetzt hin? Ah, ich wollte die Schwimmflossen holen. Das war hier und dann hoch, wenn ich mich recht entsinne. Zweimal, einmal. Ja. Ich weiß ja nicht, wie das, weil ich die Tussi da gerade nochmal gesehen habe, wie das gemacht ist. Ja, okay, dann merke ich so. Komm, scheiß drauf. Wenn man das den Code nicht eingegeben hat, weil da kommt die nicht. Die ist ja jetzt... Oh, shit. Hey, du, doch, gib mir die zurück, du Wichser. Ja. Und weg hier. So, jetzt können wir hier schwimmen. Ich weiß auch nicht, was da oben ist. Da können wir gleich mal gucken. Aber jetzt können wir das Kraftarmband wieder zurückholen. Und dann uns damit fortbewegen. Auch wenn ich lieber die Sprungfeder habe. Aber man kann nicht alles haben. Also kann man schon, aber dauert noch ein bisschen. Ich weiß wirklich nicht, ob der einfach da nur steht und man dann die kriegt. Also es hat ja jetzt für sie auch keinen größeren Grund da zu stehen.
Sie hat ja jetzt nichts gesagt. Also es ist eine kleine Anekdote, oder was heißt Anekdote, eine kleine Hommage oder whatever an Seasons halt nochmal zusätzlich. Aber was Besonderes davon hatten wir jetzt nicht. Weil man kriegt es halt definitiv auch ohne sie. Das heißt, es hat kein Vorteil. Ah, wir wollten noch kurz hoch. Wir wollen noch ein paar Dinge zu erschwimmen. So, eigentlich nur das hier. Aha. Wenn ich hier B drücke, nee, dann passiert nichts. Okay. Aha, ich weiß, wo wir hinkommen. Ich weiß nur nicht, wo wir ganz oben da rauskommen. Aber vielleicht kriegen wir hier den Duftkernbeutel. Ja, wie schön. Das ist gut. Das Problem ist, wir springen jetzt hier auf den Saat drauf, die jetzt kaputt geht. Eben das. Ich hoffe, dass sie jetzt wieder da ist. Ne, wir müssen sie wieder hinschieben. Aber ich wollte gerade sagen, ich weiß, dass man die kaputt schieben, springen kann. Boah, komm, ist gut. Lass mich in Ruhe.